Hallo, Servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Diesmal auf der Map Brokorovka. Ich bin unterwegs im T29. Ihr habt vielleicht schon mal ein Video gesehen mit dem T32. Der T29 fährt sich ziemlich ähnlich, da dem T32 in vielen Belangen wirklich ziemlich gleich ist. Der T32 hat eine leicht bessere Höhenpanzerung. Und sein Turm ist noch bunkerartiger, vor allem der T32 ist kleiner. Der T29 kann aber immer noch sehr gut mitmischen, auch bei höheren Tiermatches. Man darf nicht vergessen, der T30 zum Beispiel, ein Panzerjäger, hat die identische Hülle vom T29, nur eben mit einem 155mm Geschütz. Ich hingegen habe hier nur ein 105mm Geschütz. Ja, auf der Map fahre ich links nach oben, da ich mich wieder hold down stellen möchte. Die Gefahr dabei ist nur, wenn man an der Anhöhe stehen bleiben muss, weil der Gegner einfach vor einem ist, kann man von rechts schon mal erste kritische Treffer in die Seite bekommen. Ja, viel passiert am Anfang nicht. Man muss ja erstmal hinkommen. So, und die ersten Gegner sind sichtbar. Ich schaue gleich, ob ich irgendeinen ins Ziel bekomme. In dem Fall ist es noch nicht möglich. Fahren entsprechend dann auch weiter. Das Gute ist immer im T29 oder T32, wenn man Begleitung hat, denn alleine kann man nicht lange durchhalten gegen mehrere Gegner, dass sie einen einfach umrunden können. Die Schussgeschwindigkeit ist zwar recht ordentlich, aber auch nicht die schnellste. So, ich habe immer noch keinen Schuss losbekommen. Jetzt habe ich die erste Möglichkeit. Abpraller bzw. Wirkungstreffer. Zweiter hat er schon mehr Schaden verursacht. Der ging definitiv daneben. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und ja, der hat noch mal gesessen. An der Position, ihr seht es unten links, ich stelle mich ein wenig seitlich hin. Etwas mehr seitlich wäre, also etwas mehr frontaler wäre besser. Aber die Gefahr, dass jetzt von links einer den Hügel runterkommt, ist einfach zu hoch. Und so habe ich noch ein wenig Chance, dass da irgendetwas zumindest nicht den ganzen Schaden durchbringen kann. So. Der Turm, wie gehabt, der ist wirklich genial. Geht eine Menge nicht durch, prallt ab. So, und auf der rechten Seite ist soweit alles gesagt. Jetzt geht's auf den Hügel. Und das Schöne an solchen Beispielmatches ist immer, wenn ein gegnerischer gleicher Panzer da ist und man an ihm zeigen kann, wie man es nicht machen sollte. So, da haben wir einen T9 Panzer. Den kann ich an der unteren Platte erwischen und hier haben wir einen gegnerischen T29 und ihr seht, der ist einfach viel zu weit oben. Ich kann locker in seine untere Platte reinbolzen. Übrigens bei dem hier auch, aber der muss höher, einfach höher fahren, weil er sein Rohr nicht genug runter bekommt. Und ihr seht, ich mache Schaden. Seine Position, wo ich recht sicher bin, auch wenn die mich hier ziemlich ignorieren. Aber gut, kann ich in aller Ruhe weiter Schaden austeilen. Und ihr seht den feindlichen T29, den nehme ich hier ganz gemütlich
ohne irgendeine Hektik auseinander. Und auch bei den anderen kann ich gut Schaden austeilen. Gut, da habe ich versucht, die Kommandantenluke zu treffen. Das ist mit dem Geschütz nicht immer so einfach. Der erste ist gefallen, die T29 kann ich mir noch krallen. Nein, eine halbe Sekunde zu spät. Aber die vielleicht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, da hat er verzogen. Hol ihn halt ein anderer. Ja, die Basis wird von unseren Kameraden schon eingenommen. Die da hinten sind von mir nicht mehr zu treffen, da sie hinter den Zügen sind. Und ja, das Match ist eigentlich auch schon vorbei. Ja, dank dreifach Tagessieg auch wieder gut Punkte gemacht. War auch nur möglich, weil das Team wirklich gut mitgearbeitet hat. Und ihr seht, 2500 Schaden. Nicht die besten Werte, aber absolut nicht schlecht. Ja, so viel wieder dieses Mal, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Panzermarsch!